Manchmal muss man das einfach auch als Kommentator loswerden. Die Bedingungen, die sind einzigartig. Hier der Rasen, super, Wahnsinn, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Und wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlauf dieser Partie. Ich hoffe, die Wetterfrösche haben sich auch nicht geirrt. Die Kulisse, atemberaubend, Stimmung ist exzellent. Freuen wir uns also auf die Dinge, die da kommen werden. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Ab geht's. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Ab auf die Außen. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Kramer. Rüber, nach rechts. Patrick Herrmann. Stindl. Gerade noch so geklärt. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen müssen. Ja, das war ein klares Foul. Stark gehalten. Glanzparade des Keepers. Der Ball hätte sitzen können. Das war ein stark getretener Freistoß. Aber der Keeper macht in dieser Situation alles richtig. Die Hereingabe von Tyson. Jetzt aber. Kramer. Wer gerade erst eingeschaltet hat, wird sich freuen. Sie haben bislang nichts verpasst. Stindl. Kramer. Stindl. Stindl. Und er schießt. Erst zum ersten, das erste Tor. Der Ball ist frei und er macht ihn rein. Was für ein schlimmer Fehler des Torhüters, aber Kompliment auch an den Stürmer, der nicht abgeschaltet hat. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1:0. Sie müssen diesen Vorsprung jetzt allerdings auch noch über die Zeit bringen. Und das ist ein hartes Stück Arbeit. Raus auf die Seite. Und dann ist er weg, der Ball. Jason. Kramer. Der Passversuch. Lars Stindl. Ab auf die linke Seite. Konzentrieren. Jason. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand.
Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Patrick Herrmann haben wir hier. Er hat aber weißes Auge. Tyson! Ganz misslungener Schuss. Wie frei, bitteschön, will der denn noch stehen? Unfassbar, unfassbar! Achtung! Kramer. Patrick Herrmann. Den hat er. Und er bringt ihn rein. Den hat er ganz genau geschnuppert. Einfach mal Langholz. Diesmal weit nach vorne geschlagen. Kramer. Und der Halbzeitpfiff. Die Mannschaft hat ihren Rhythmus gefunden. Insbesondere läuferisch ist das eine ganz starke Leistung. So, beide Mannschaften gehen in die Kabinen. Wir haben einen... Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Hälfte. Sie sollten die Partie vielleicht so angehen, als würde es noch 0:0 stehen. Die Konzentration müssen Sie auf jeden Fall hochhalten. Herrmann. Stindl. Möglichkeit. Riesenmöglichkeit. Das war knapp. Gut gemacht. Den hat er verzogen. Wirklich Pech gehabt in dieser Situation. Es geht über links. Tyson fordert den Ball. Was für ein dicker Klops! Stindl, da kommt er schon. Drin das Ding! Da ist das Tor, auf das sie gewartet haben. So macht das Spaß, das kann man sich angucken. Dieses 2:0 ist schon sehr komfortabel. Dieses zweite Tor hat natürlich einen riesen Einfluss auf die Psyche der Spieler. Die zurückliegende Mannschaft ist jetzt richtig unter Zugzwang. Und das andere Team, das kann jetzt den Vorsprung fast genüsslich noch ausbauen. Super gehalten! Großartig vom Keeper! Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Lars Stindl. Tyson. Das ist Tyson. Die Hereingabe von Tyson. Ja, sie bekommen hier den Freistoß.
Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab's einfach kein Durchkommen. Kramer. Stindl nutzt den Raum auf dem Flügel da sehr gut. Stindl. Und die Schusschance. Da ist die Möglichkeit. Hier hätten sie das 3:0 wirklich machen müssen. Wenn er den reingemacht hätte, dann hätte ich dieses Spiel abgestempelt. Es ist Zeit für neue Energie. Jason? Das sieht so gut aus für Sie. 2 Tore Führung im Rücken, kaum noch Fußballzeit vor uns. Das so, das könnte was werden. Stepanenko. Stindl, der in dieser Partie auf gar keinen Fall untergetaucht ist. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Ja, das war eine richtig gute Vorstellung heute. Und zu Recht lassen sich die Spieler von ihren Fans feiern. Hansi, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also schnell ein paar Worte.